Du würdest einen Durchschnittsumsatz bei einem Catering von 100 Gästen von um die 2.500 € netto fahren. Jetzt könnte ich in bekannter Manier beginnen, das rückzurechnen, bin aber in der Gastro und insbesondere in diesem Catering- und Foodtruck-Bereich viel zu unerfahren, dass ich mich mit Sicherheit verschätzen würde. Ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass der Wareneinsatz bei euch typisch sein wird, sprich Größenordnung 30%. Ich gehe allerdings davon aus, dass der Personaleinsatz wahrscheinlich höher ist, weil ja die Miete unter Anführungszeichen wegfällt. Das werde ich mit Personal kompensieren müssen. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, keinen validen Ansatz, wie ich jetzt ausrechnen könnte, was überbleibt. Kannst du mir helfen? Ja, um das wirklich im Detail sagen zu können, müssen wir natürlich die Standortanalyse abwarten. Aber wir gehen mal von dem Standard-Franchise-Partner aus, von Zahlen, die wir gesammelt haben die letzten Jahre. Würdest du ungefähr 2.500 € pro Event Umsatz erwirtschaften? Würdest ungefähr monatlich im Schnitt 12 Caterings durchführen. Das sind natürlich in der Nebensaison, gerade im Frühjahr, weniger.